Das Buch ist eine echte Sensation, ein Schreibratgeber auf der Bestsellerliste. Wie kann es dazu kommen und vor allem ist das berechtigt, Benedikt Wells, die Geschichten in uns? Musst du als Autor oder als Autorin dieses Buch unbedingt lesen? Ich glaube ja und meine Begründung, die bekommst du in diesem Video. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und in dieser neuen Videoreihe geht es um Bestseller für Autoren. Das heißt, ich werde in hoffentlich regelmäßigen Abständen auf die Bestsellerliste gucken und ein paar Beispiele rauspicken, die für dich als Autorin oder Autor besonders interessant sein können und mir natürlich auch die Frage stellen, wie schafft es dieses Buch ausgerechnet in die Bestsellerliste? Es wird also spannend. Benedikt Wells, die Geschichten in uns. Ich würde mal sagen, das ist im weitesten Sinn ein Schreibratgeber. Aber ich sage dir erst einmal, wie die Struktur ist, wie das Ganze aufgebaut ist. Und dann kannst du dir auch schon so ein bisschen dein eigenes Urteil bilden. In einem ersten Teil spricht Benedikt Wells davon, wie wir zum Schreiben kommen. Das heißt, den Weg hin zum Schreiben. Er spricht dabei ganz viel über sein eigenes Leben. Wie viel und wie wenig wir da erfahren, werde ich gleich so ein bisschen erläutern. Dann geht es in einem zweiten Teil ums Romane schreiben. Er spricht darüber, welche einzelnen Etappen dazugehören. Dann gibt es einen dritten Teil, da gibt es die Werkzeuge des Schreibens. Da gibt es ganz konkrete einzelne kurze Kapitel zu unterschiedlichen Werkzeugen, Methoden, Herangehensweisen, die du für dein Schreiben nutzen kannst. Und in einem letzten Teil gibt er einen Einblick in seine Werkstatt anhand von frühen Versionen seiner Romane. Das heißt, wir sehen Auszüge aus den Romanen, wie sie nie veröffentlicht wurden, mit ganz vielen Streichungen, Veränderungen, Anmerkungen und so weiter. Kommen wir einmal zum ersten Teil. Der Weg hin zum Schreiben, das Leben. Benedikt Wells schildert das eindrücklich. Zugleich ist es nichts für Voyeuristen. Das heißt, wenn du jetzt ganz viel wissen willst über Benedikt Wells, du erfährst einiges. Er macht das Ganze aber wirklich mit einem gewissen Abstand und erzählt das, was vor allem wichtig ist, um zu verstehen, wie er zu dem Autor werden konnte, der er ist. Das entscheidende Gefühl, das ich hatte, als ich das gelesen habe, ist Demut. Denn es ist wirklich beeindruckend, wie Benedikt Wells es beschreibt, aber auch wie es offensichtlich war, wie sehr er sich dem Schreiben verschrieben hat. Am eindrücklichsten ist es vielleicht, dass viele ihm abgeraten haben. Er beschreibt, wie viele nicht so dran geglaubt haben und ihn vor allem schützen wollten, dass er in eine Richtung rennt, in der er sich verrennt, bis zu der Schlüsselszene, in der schon eine Agentin oder ein der Verlag, ich glaube, es ist eine Agentin, ihm in einer E-Mail antwortet, ob das denn wirklich so eine gute Idee ist mit dem Schreiben oder ob er nicht erstmal was anderes machen sollte. Ja, also wir bekommen wirklich Mut eingefleischt durch dieses Buch, in dem wir sehen, wow, da hat ein junger Mensch wirklich wahnsinnig an seine Ziele geglaubt und andererseits auch Demut angesichts des Prozesses, wie er ihn beschreibt. Und damit wären wir beim zweiten Teil über das Romane schreiben. Hier schreibt er über das davor, über das eigentliche Schreiben und über die Überarbeitung. Und das Interessanteste eigentlich ist, ich finde an dem ganzen Buch, das Verhältnis dieser einzelnen Teile bei Benedikt Wells. Es ist so, dass die Überarbeitung bei ihm eine riesengroße Rolle spielt. So erklären sich auch die Instrumente der Überarbeitung und diese Werkzeuge, die er erläutert. Das Schreiben wiederum beschreibt er als eine Art Rausch. Und es findet sich eine wirklich vorzügliche Schilderung dieses Schreibrausches, wie ihn Benedikt Wells erlebt. Nachts schreiben, paar Stunden schlafen am Tag, einen Spaziergang und dann wieder schreiben. Ja, das so zumindest bei den ersten Romanen, die er geschrieben hat. Aber auch beim späteren Schreiben gibt es zumindest Teile von diesem früheren Rausch. Auch wenn er jetzt noch schreibt, so beschreibt er es zumindest.
ist er da exzessiv dabei und hat dann wieder Phasen, in denen das nicht so ist. Das Interessante dabei ist, da entsteht Text, da entsteht zum Teil viel Text, und bei der Überarbeitung, da steht die eigentliche Arbeit, so empfinde ich das, ihm noch bevor. Das heißt, die Überarbeitung ist von der Zeit her wirklich ein Vielfaches des eigentlichen Schreibprozesses. Das muss nicht für alle so sein. Ja? Das ist kein allgemeingültiges Rezept. Benedict Wells weist immer wieder darauf hin, dass das wirklich seine Beschreibung ist, seine Art zu arbeiten, seine Art zu schreiben, und es geht dann letztlich darum, wie du deine Art findest. Aber es ist wirklich ein leuchtendes Beispiel für Trotz. Also wenn die ganze Welt einem sagt, Mensch, lass es, und Entwurf für Entwurf eigentlich negativ ankommt, weiter an sich zu glauben, dazu verharren, dazu gehört schon echt ein starker Wille, ein Trotz, und am Ende mit vom Ende der Einsamkeit ist ja ein Bestseller wirklich daraus geworden. Kurzer Einschub: Du solltest die Bücher von Benedict Wells kennen und gelesen haben, dann hast du wirklich noch mehr von diesem Schreibratgeber. Also es ist nicht notwendig natürlich, um das zu verstehen, aber es ist hilfreich, um so viel wie möglich davon zu haben. Wer Benedict Wells nicht kennt, ganz kurze Erklärung. Benedict Wells hatte sein Debüt mit Becks Letzter Sommer. Das ist aber eigentlich sein zweiter Roman. Seinen ersten Roman hat er davor schon geschrieben gehabt. Er wurde aber erst danach veröffentlicht. Das ist Spinner. Bei Becks Letzter Sommer geht es im Endeffekt um einen frustrierten Musiklehrer, der immer Musiker sein wollte, Künstler sein wollte und Musiklehrer geworden ist, und einen Schüler hat, der fantastisch Gitarre spielt, Jimi Hendrix-like, und das ist im Endeffekt seine Chance, die Kunst, die Musik, das Berühmtwerden zu leben, und der Schüler funktioniert aber natürlich nicht so, wie man sich das denkt, und es läuft nicht so, wie erhofft und geplant. Bei Spinner wiederum haben wir viel autobiografische Züge in dem Roman. Da geht es tatsächlich um einen jungen Schriftsteller, der in Berlin wohnt und rauschartig seinen ersten Roman schreibt. Fast genial ist eine Geschichte über einen Jugendlichen, der im Endeffekt nach seiner Herkunft sucht und sich fragt, wer sein Vater ist und was da seine Hintergrundgeschichte ist. Und dann kommt dieser riesen Weltbestseller vom Ende der Einsamkeit, vielleicht hast du ihn gelesen, da geht es um eine behütete Kindheit von Geschwistern und ganz stark ums Thema Trauer und wie sich diese Leben entwickeln. Und dann der letzte Roman, der bisher letzte Roman von ihm, Heartland, ehrlich gesagt eines meiner Lieblingsbücher, einer der schönsten Romane von ihm, wie ich finde, von der Sprache her am einfachsten geschrieben, ein Coming-of-Age-Roman und doch vielleicht am eindrücklichsten. So, soweit der kleine Exkurs, damit du überhaupt weißt, was Benedict Wells so schreibt, wo er sich da so rumtreibt, was so seins ist. Er ist wichtig, um ein bisschen besser zu verstehen, wenn du das Buch liest, wenn du die Geschichten in uns liest, worauf er sich jeweils bezieht. Kommen wir zum Teil Werkzeuge für dein Schreiben. Was ist daran besonders? Benedict Wells zeigt verschiedene Werkzeuge auf. Die sind für Anfänger geeignet, die sind zum Teil für Profis geeignet, ganz, ganz unterschiedlich, je nach Werkzeug. Das Besondere ist, er arbeitet sehr, sehr viel mit Beispielen. Das heißt, er zitiert viele Romane, die er mag, er zitiert viel aus Artikeln, viel aus Sachbüchern, und er bringt auch Filmbeispiele mit ein. Das macht das Ganze total anschaulich. Es ist sehr schön, Autoren zu begegnen, die du vielleicht kennst, und auf neue Entdeckungen zu gehen. Ich möchte nur ein paar Beispiele aus diesem Werkzeugkoffer rausgreifen, die ich besonders eindrücklich finde. Er spricht vom Schneideraum. Er legt den Fokus darauf, wann wir in Szenen einsteigen, wann wir aus Szenen aussteigen und was wir nicht erzählen. Ein viel zu wenig beachtetes Thema, sagt er selbst, finde ich auch total spannend. Des Weiteren spricht er über Spannungsaufbau. Das finde ich eher einen schwächeren Teil des Buchs, eigentlich einen der wirklich wenigen Schwächen. Zeigt sich hier vielleicht, dass er sich da erst jetzt Gedanken macht drüber. Er schreibt selbst darüber, dass er vieles intuitiv gemacht hat. Gerade wenn es um die Dreiaktstruktur geht, habe ich das Gefühl, er verwechselt ein bisschen auslösendes Ereignis und ersten Wendepunkt. Ist aber nicht schlimm, macht dem Buch keinen Abbruch. Viel stärker sind die Teile zum Verdichten. Ja, also die Teile, bei denen es darum geht, wie macht man aus ganz viel Text wenig Text und eindrücklichen Text? Und das hat auch damit zu tun, wenn er über Details, und ich musste gerade einmal nachgucken, doppelte Schleifen spricht. Ja, das heißt, was ist in einer Geschichte ein Detail, das wir uns merken?
Wenn wir jetzt dran zurückdenken, an ein Buch, das wir vielleicht vor 2, vor 3 Jahren gelesen haben, was haben wir da noch im Kopf? Welches Detail, welche Emotion, die damit verbunden ist? Und er schreibt darüber, wie wir das erreichen, wie wir solche Details erreichen und wie wir aus ganz viel Text tatsächlich auch einen dichten Text erreichen, der fesselnd ist, der packend ist und der am Ende das ausdrückt, was wir ausdrücken wollen. Im letzten Teil bringt er Beispiele aus seiner Werkstatt und zeigt anhand früher Versionen seiner Romane auf, wie das Ganze bei ihm abläuft mit dem Überarbeiten. Benedikt Wells, Die Geschichten in uns. Eine ganz dicke Empfehlung für dich, wenn du es ernst meinst mit dem Schreiben. Eine besonders dicke Empfehlung, wenn du schon was von Benedikt Wells gelesen hast, dann ist es besonders eindrücklich. Macht Spaß zu lesen, ist interessant, ist aber wirklich nichts für Dünnbrettbohrer. Er geht da tief, er schreibt umfassend über das Schreiben, er beschreibt das Ganze als ein Return. Wenn man andere Schreibratgeber anschaut, zum Beispiel das Buch von Stephen King, dann ist das sein Return. Das heißt, er spielt den Ball zurück. Und ich kann nur sagen, beeindruckend, mutmachend und gleichzeitig sollte es einen auch ein bisschen demütig machen, wenn man sieht, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Lebensfreude man in seine Texte stecken kann, kann man sich nur davor verneigen und ich bin mir sicher, du kannst vieles davon mitnehmen. Aber das heißt nicht, dass dein Weg der sein muss von Benedikt Wells. Dein Weg ist dein Weg und dein Weg ist sicherlich ein anderer und ein eigener. Wie sieht dein Schreibweg aus? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Teile es gerne in den Kommentaren. Ich freue mich davon zu lesen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.